Herzlich willkommen zur Vorbereitung für die Sachkundeprüfung § 34a Gewerbeordnung anhand von Prüfungsfragen. Die Themen in diesem Video: Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht und Datenschutz. Los geht's! Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Frage 1. Was zählt zum öffentlichen Recht? Wir unterscheiden jetzt zwischen dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht. Zum öffentlichen Recht zählt alles, was unter das Gemeinwesen fällt. Das heißt also, wie der Bürger mit dem Staat agiert oder auch der Staat gegen den Bürger. Und zum Privatrecht zählt alles, was zwischen Bürger und Bürger an Rechtsbeziehungen geschieht. Deswegen Antwort A, bürgerliches Recht, nein, zählt nicht zum öffentlichen Recht, ist privates Recht. Antwort B, das Waffengesetz, genau, da geht es um das Gemeinwesen, was der Staat möchte, wie der Bürger mit Waffen umgeht und deswegen ist B richtig. Antwort C, Strafprozessordnung, auch da sind Dinge geregelt, die der Staat regeln möchte und deswegen ist C richtig. Frage 2. Welche Grundsätze gelten für die Abgrenzung vom öffentlichen zum privaten Recht? Antwort A. Die Gewährleistung der inneren Sicherheit, insbesondere die Abwehr von Gefahren, ist eine staatliche Angelegenheit. Hier geht es um die innere Sicherheit. Die wird ja von der Polizei sichergestellt. Abwehr von Gefahren, das sind staatliche Angelegenheiten. Und deswegen A richtig. Antwort B. Der Einzelne muss zur Durchsetzung seiner Rechte grundsätzlich staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, hier geht es darum, dass der einzelne Bürger die Durchsetzung seiner Rechte, ich wurde geschlagen, mir wurde etwas gestohlen, dann nehme ich grundsätzlich, es gibt also Ausnahmen, staatliche Hilfe in Anspruch. Ich rufe die Polizei, ich melde mich bei der Staatsanwaltschaft, bitte verfolgen Sie den Fall, helfen Sie mir. Antwort B, richtig. Antwort C, auch ohne obrigkeitliche Hilfe darf jeder in die Rechte anderer Bürger eingreifen. Das heißt, ohne dass ich den Staat zu Hilfe nehme, darf jeder in die Rechte anderer Bürger eingreifen. Ich darf Rechte anderer Bürger verletzen, ohne dass der Staat mir dabei hilft. Und das ist ganz klar falsch. Frage 3. Welche Aussagen treffen auf den Begriff Grundrechte zu? Antwort A. Der Bürger kann seine Grundrechte notfalls gerichtlich durchsetzen, weil die Staatsgewalten an die Grundrechte gebunden sind und diese achten sowie schützen müssen. Es geht also hier um unsere Grundrechte und wer daran gebunden ist. Und unsere Grundrechte sind ganz klar in unserem Grundgesetz definiert. Unser Grundgesetz, unsere Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, legt die Richtlinien fest, wie wir in einer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft zusammenleben wollen. Und der Bürger kann auch gegen den Staat seine Grundrechte notfalls gerichtlich durchsetzen, beim Bundesverfassungsgericht. Das schützt die Verfassung und wir müssen uns immer vor Augen führen, jedes Gesetz muss sich ans Grundgesetz halten. Jede Verordnung muss sich an das Gesetz oben drüber halten und damit ans Grundgesetz. So haben also die Grundrechte, unser Grundgesetz, Auswirkungen auf alle Rechtsbeziehungen in Deutschland, auf alles, was unser Zusammenleben beeinflusst. Und weil die Staatsgewalt, weil der Staat auch an die Grundrechte gebunden ist, muss er diese achten sowie schützen. Das ist genau richtig. Der Staat muss unser Grundgesetz achten und schützen und darf nicht dagegen verstoßen. Antwort A, ganz klar richtig. Antwort B, Grundrechte gelten absolut und können nicht eingeschränkt werden. Also absolut heißt zu 100%, es gibt keine Ausnahme und könnten auch nicht eingeschränkt werden. Naja, wir haben das Recht auf Freiheit. Wenn wir aber gegen Gesetze verstoßen, kann der Staat uns ja ins Gefängnis schicken. Also ist ja unsere Freiheit eingeschränkt. Das heißt, die Grundrechte können eingeschränkt werden aufgrund von Gesetzen und deswegen ist B falsch. Antwort C. Die Grundrechte stellen eine objektive Wertordnung dar, die als Richtschnur für alles staatliche Handeln gilt. Wie wir eben schon gesagt haben, unsere Grundrechte
stellen eine objektive Wertordnung vor. So will unsere Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland leben. Das sind die Eckpfeiler, dass Zusammenleben stattfinden soll. Es ist also eine Richtschnur. Der Staat muss sich daran halten und sein Handeln darauf abstimmen. Antwort C, richtig. Frage 4. Ein Kaufhausdetektiv ist beauftragt, einen Diebstahl aufzuklären. Hierzu soll er den Verdächtigen befragen. In Anlehnung an die Bestimmungen der Strafprozessordnung. Antwort A. Muss dem Verdächtigen eröffnet werden, dass er nicht verpflichtet ist, vor einem Sicherheitsmitarbeiter eines Bewachungsunternehmens auszusagen. Ihm ist mitzuteilen, dass seine Aussagen zum Diebstahlvorwurf und zur Person freiwillig sind. Wir als Sicherheitsmitarbeiter haben keine hoheitlichen Rechte. Wir sind nicht die Polizei, nicht die Staatsanwaltschaft und deswegen vernehmen wir auch keine Verdächtigen, sondern befragen die, fragen, ob sie uns Angaben machen möchten. Wenn sie dies verneinen, dann ist unsere Handhabe damit zu Ende und wir können in dem Fall, nehmen wir das Beispiel Strafprozessordnung, § 127 Absatz 1 StPO, vorläufige Festnahme, jemanden so lange festhalten, bis die Polizei eintrifft und die dürfen dann auch mit Gewalt die Personalien feststellen. Das dürfen wir nicht. Freiwillig dürfen wir Aussagen zur Person aufnehmen, wenn das freiwillig geschieht. Und deswegen ist A richtig. Wir müssen es dem Verdächtigen sagen, wir sind keine Polizei, bitte geben Sie uns freiwillig Ihre Angaben, dann können wir das hier auch ohne Polizei regeln. Wenn nicht, werden wir die Polizei hinzuziehen. Antwort B. Ist der Verdächtige darauf hinzuweisen, dass er jederzeit während der Befragung eine Person seines Vertrauens hinzuziehen darf? Ja, das darf er. Wir würden ja auch zum Beispiel als Kaufhausdetektiv, zum Beispiel eine Kassiererin, eine Angestellte des Supermarktes, des Kaufhauses mit dazuziehen, um einen Zeugen zu haben, dass wir uns korrekt den Gesetzen entsprechend verhalten. Und das gestehen wir der anderen Person, dem Verdächtigen auch zu. Antwort B ist richtig. Antwort C ist dem Verdächtigen mitzuteilen, dass die Befragung ausschließlich den Zweck verfolgt, den Vorwurf des Diebstahls zu beweisen. Das müssen wir dem Verdächtigen nicht mitteilen, dass die Befragung ausschließlich den Zweck verfolgt, den Vorwurf des Diebstahls zu beweisen, sondern es geht ja um die Feststellung der Personalien. Wir sind keine Polizei, die die Strafverfolgung übernimmt. Wir wollen das nicht beweisen, sondern wir müssen einfach nur die Personalien feststellen, aufschreiben, was wir als Zeuge gesehen haben. Aber es geht nicht darum, Beweise zu sammeln. Antwort C, falsch. Antwort D, darf dem Verdächtigen versprochen werden, dass er bei Eingeständnis der Tat nur mit einer Geldstrafe zu rechnen hat? Ja, wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer bestraft wird mit Gefängnis und wer nur eine Geldstrafe bekommt? Und das versprechen wir dem, wenn du jetzt hier gestehst, wenn du jetzt hier die Wahrheit sagst, dann kriegst du nur eine Geldstrafe. Das ist ja völlig über unseren Befugnissen. Über Strafen wird vor Gericht von Richtern entschieden, nicht von uns. Antwort D, falsch. Themengebiet Gewerberecht. Frage 5. Wer kann aus gewerblicher Sicht eine Beschäftigung im Bewachungsgewerbe untersagen? Antwort A, die Polizei. Nein, wir sind ja im Gewerberecht und es geht ja darum, wer kann aus gewerblicher Sicht eine Beschäftigung im Bewachungsgewerbe untersagen? Und das ist nicht die Polizei. Antwort A, falsch. Antwort B, Personalchef einer Sicherheitsfirma, eines Sicherheitsdienstes. Nein, wir beantragen ja, ob wir überhaupt eine Sicherheitsfirma gründen dürfen. Antwort B, ganz klar, falsch. Antwort C, das Gewerbeamt. Richtig, wir sind hier im Gewerberecht. Wir beantragen, ein Bewachungsgewerbe zu gründen und die Gründung von Unternehmen geht ganz klar vom Gewerbeamt aus. Und in dem Fall, weil das Bewachungsgewerbe ein erlaubnispflichtiges Gewerbe ist, entscheidet das Gewerbeamt, ob wir dies dürfen. Antwort C, richtig. Antwort D, die Bundesagentur für Arbeit.
Die Bundesagentur für Arbeit hat damit gar nichts zu tun. Die unterstützt Arbeitssuchende bei der Wiederaufnahme von einer Arbeit und deswegen ist D falsch. Frage 6. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe zu erhalten? Antwort A. Nachweis über eine genügende Anzahl von Bewachungsaufträgen. Sie gründen ja erst ein Unternehmen. Da müssen Sie denen noch nicht vorlegen. Ich habe ja schon Kunden. Ist ja schwierig, wenn Sie noch gar kein Bewachungsunternehmen sind. Antwort A. Falsch. Antwort B. Mittelnachweis Zuverlässigkeit. Das sind zwei Punkte, die müssen Sie dem Gewerbeamt vorlegen. Sie müssen vorlegen, dass Sie über genug Mittel verfügen, um Ihr Unternehmen die ersten 6 Monate am Laufen zu halten, Personalkosten zu tragen zum Beispiel. Und Sie müssen Ihre Zuverlässigkeit nachweisen, dass nichts dagegen spricht, Ihnen die Erlaubnis zu geben, ein Bewachungsunternehmen zu gründen. Antwort B. Richtig. Antwort C. Nachweis über praktische betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen. Von Ihnen wird nicht verlangt, praktisch nachzuweisen, dass Sie betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen haben, dass Sie schon mal ein Unternehmen geführt haben oder dass Sie einen Betriebswirt haben, einen Meister haben, betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Das wird in der Bewachung nicht verlangt. Und deswegen ist C falsch. Antwort D. Sachkundeprüfung, § 34a Gewerbeordnung oder ein anderes anerkanntes Prüfungszeugnis. Die Mindestvoraussetzung, um ein Bewachungsgewerbe zu gründen, ist die Sachkundeprüfung 34a Gewerbeordnung. Das müssen Sie mindestens vorlegen oder ein anderes anerkanntes Prüfungszeugnis, also eine höhere Qualifikation. Dann dürfen Sie ein Bewachungsunternehmen gründen. Antwort D. Richtig. Frage 7. Welche Sicherheitsmitarbeiter dürfen gemäß Gewerbeordnung in Verbindung mit der Bewachungsverordnung in den Tätigkeitsgebieten Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum oder in Hausrechtsbereichen mit tatsächlich öffentlichem Verkehr, Schutz vor Ladendieben und Bewachung im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken eingesetzt werden? Antwort A. Jeder Sicherheitsmitarbeiter, der schon mindestens ein Jahr im Bewachungsgewerbe tätig ist. Jeder Sicherheitsmitarbeiter, das passt nicht. Und ob Sie jetzt ein Jahr im Bewachungsgewerbe tätig sind oder nicht, hat mit Ihrer Qualifikation ja nichts zu tun. Antwort A. Falsch. Antwort B. Sicherheitsmitarbeiter, die zum 01.01.2003 mindestens 3 Jahre befugt und ohne Unterbrechung im Bewachungsgewerbe in den oben genannten Bereichen tätig waren. Ja, der 01.01.2003 war ein Stichtag. Da wurde die Bewachungsverordnung geändert. Und so angepasst, dass Sie diese Tätigkeiten, die oben beschrieben sind, im öffentlichen Verkehrsraum, Hausrechtsbereich mit tatsächlich öffentlichem Verkehr, Schutz vor Ladendieben und Bewachung im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken, nur noch mit der Mindestqualifikation Sachkundeprüfung durchführen dürfen. Und wenn Sie vorher schon 3 Jahre in der Sicherheit in diesen Bereichen gearbeitet haben, wurde die Ihnen zuerkannt. Und deswegen ist Antwort B richtig. Antwort C. Sicherheitsmitarbeiter mit Bescheinigung einer IHK über die erfolgreiche Ablegung einer Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe. Genau das ist die angesprochene Qualifikation Sachkundeprüfung 34a. Wir bereiten Sie hier auf diese Prüfung vor, sodass Sie in der Sicherheit in allen Bereichen arbeiten dürfen. Denken Sie dran, es gibt niedrigere Qualifikationen, da dürfen Sie nicht in den oben beschriebenen Bereichen arbeiten. Mit der Sachkundeprüfung stehen Ihnen alle Türen in der Bewachung offen und deswegen ist C richtig. Antwort D. Sicherheitsmitarbeiter mit einem Unterrichtungsnachweis über 40 Stunden. Das ist die angesprochene niedrigere Qualifikation, der Unterrichtungsnachweis 40 Stunden bei der IHK. Damit dürfen Sie in der Bewachung arbeiten, aber nicht in allen Bereichen, nicht in den oben beschriebenen Bereichen und deswegen ist D falsch. Frage 8. Bewachung ist die auf den Schutz des Lebens oder Eigentum fremder Personen vor Eingriffen Dritter gerichtete Tätigkeit. Kreuzen Sie bei den nachstehenden Beispielen diejenigen an, die als Bewachungstätigkeiten anzusehen sind. Antwort A.
Durchführung von Personen- und Fahrzeugkontrollen bei einer Gebäudebewachung. Personen- und Fahrzeugkontrollen bei einer Gebäudebewachung, gerade auch die Gebäudebewachung, Objektschutz, sind ganz klare Tätigkeiten im Bewachungsgewerbe. Personenkontrollen, Fahrzeugkontrollen, Einlasskontrollen zum Beispiel auch in dem Fall, sind ganz klare Bewachungstätigkeiten. Antwort A, richtig. Antwort B, reine Beobachtungs- und Ermittlungstätigkeiten. Da kommen wir ja eher in den Bereich Privatdetektiv, beobachten, ermitteln und die gehören nicht mit zu den Bewachungstätigkeiten. Antwort B, falsch. Antwort C, Geld- und Werttransport, Interventionsdienst. Gerade Geld- und Werttransport ist ja so ein Paradebeispiel für die Bewachung. Sie bewachen mit einem gepanzerten Auto, sogar bewaffnet, Geld, Werte von Kunden. Das ist ganz klare Bewachungstätigkeit. Und auch der Interventionsdienst, das Einschreiten, das Intervenieren bei einem Alarm ist Bewachungstätigkeit. Antwort C, richtig. Antwort D, in Verwahrungnahme von Garderobe in einer Diskothek im Theater. Sie sind nicht für den Schutz primär verantwortlich, sondern eher für die Dienstleistung des Aufhängens, des Aufbewahrens. Es geht da nicht um eine Bewachungstätigkeit der Garderobe. Da wäre dann zum Beispiel in der Diskothek dann doch die Türsteher im Einlass, haben auch ein Auge mit auf die Garderobe. Aber oft sind auch Schilder, für Garderobe übernehmen wir keine Haftung. Bitte lassen Sie nichts in den Taschen drin, was abhanden kommen könnte. Und deswegen D, keine Bewachungstätigkeit. Antwort D, falsch. Themengebiet Datenschutz. Videoaufzeichnungen in öffentlichen Bereichen. Antwort A, sind ohne Einschränkungen erlaubt. Ohne Einschränkungen, das heißt, es wäre alles erlaubt, egal wo, egal wann, egal was Sie filmen mit der Videoaufzeichnung. Es ist ohne Einschränkungen erlaubt. Und das sogar noch im öffentlichen Bereich. Und das wissen Sie, das ist falsch. Antwort B, sind erlaubt zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen? Ja, auch öffentliche Stellen dürfen nicht einfach überall filmen, sondern es muss immer einen Zweck geben, einen Grund, warum dort gefilmt wird. Sei es wegen einem Kriminalitätsschwerpunkt, das wäre ein Grund, zum Beispiel einen Platz mit Videokameras zu überwachen. Oder sei es ein Unfallschwerpunkt bei einem hohen Verkehrsaufkommen. Das wäre auch ein Grund, eine Straße zu überwachen. Also Antwort B, sind erlaubt zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stelle. Sie haben Aufgaben, die erfüllt werden müssen und dann sind sie erlaubt im öffentlichen Bereich. Antwort B, richtig. Antwort C, sind erlaubt zur Wahrnehmung des Hausrechts. Wenn Sie das Hausrecht haben, dürfen Sie auch entscheiden, ob Ihr Hausrechtsbereich mit Videokameras, mit Videoaufzeichnung überwacht wird. Achten Sie darauf, hier oben geht es um öffentliche Bereiche. Es gibt ja auch Hausrechtsbereiche mit tatsächlich öffentlichem Verkehr, zum Beispiel ein Kaufhaus. Und das darf ja auch mit Videokameras bestückt sein. Da ist der Zweck dann Diebstahlschutz. Also Achtung, lassen Sie sich nicht hier oben öffentlichen Bereich, damit ist nicht nur die Öffentlichkeit gemeint, sondern wir reden hier auch von dem Hausrechtsbereich, Wahrnehmung des Hausrechts und deswegen ist C richtig. Frage 10. Immer häufiger werden Videokameras zur Überwachung öffentlich zugänglicher Einrichtungen eingesetzt. Wo ist der Einsatz möglich? Antwort A. Videokameras können überall und ohne Bedenken angebracht und eingesetzt werden. Überall ist so ein Schlagwort und ohne Bedenken. Das heißt, egal wo, egal wann, wie wir es eben hatten. Das kann nicht richtig sein. Sie müssen auf jeden Fall auf Kameras hinweisen. Sie dürfen nicht überall und ohne Bedenken angebracht und eingesetzt werden. Und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Videokameras dürfen wegen möglicher Verletzung der Grundrechte grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit eingesetzt werden. Das ist auch wieder zu viel. Dürfen wegen möglicher Verletzungen der Grundrechte grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit eingesetzt werden.
Das ist zu viel. Sie dürfen ja in der Öffentlichkeit eingesetzt werden. Es darf nur nicht einfach überall ohne Grenzen gemacht werden. Aber grundsätzlich dürfen sie eingesetzt werden. Antwort B, falsch. Antwort C, der Einsatz von Videokameras in der Öffentlichkeit darf erfolgen, wenn die Kameras für die betroffene Person deutlich erkennbar sind und einer strengen Zweckbindung unterliegen. Richtig, Kameras müssen deutlich erkennbar sein. Wenn irgendein Bereich kameraüberwacht ist, dann muss die Kamera deutlich erkennbar sein und eine strenge Zweckbindung, wie wir es eben angesprochen haben. Es muss klar definiert sein, warum und für welchen Zweck die Kameras sind. Zur Verkehrsüberwachung an Unfallschwerpunkten, zum Schutz vor Diebstählen, zur Überwachung von Einbrüchen. Dann dürfen Sie Videokameras unter strenger Zweckbindung auch in der Öffentlichkeit einsetzen und deswegen ist C richtig. Antwort D. Der Einsatz von Videokameras darf auch erfolgen, wenn die identifizierten Personen über die Verarbeitung ihrer Daten unterrichtet werden und die Daten unverzüglich gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Sie müssen die Personen informieren. Deswegen sehen Sie an Geschäften immer, dieser Bereich wird videoüberwacht. Damit wird darauf hingewiesen, Achtung, Sie betreten jetzt einen Bereich, der mit Kameras gesichert ist. Wenn Sie das nicht möchten, bitte treten Sie nicht in diesen Bereich ein. Wir weisen Sie davor schon darauf hin. Und die Daten müssen unverzüglich gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Es gibt da klare Fristen, wie lange dürfen die Bilder aufbewahrt werden. Meistens 72 Stunden, danach werden sie gelöscht. Außer es ist ein wirklicher Grund. Oh, wir haben da etwas festgestellt, da wurde geklaut, dann dürfen die länger gespeichert werden. Aber grundsätzlich, wenn nichts dagegen vorliegt, müssen die unverzüglich, wenn sie nicht mehr benötigt werden, gelöscht werden. Antwort D, richtig. Frage 11. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz sind zu schützen die personenbezogenen Daten, Antwort A, von juristischen Personen. Das Bundesdatenschutzgesetz ist für die personenbezogenen Daten von den juristischen Personen nicht geschrieben worden. Sie sind dazu verpflichtet, sich daran zu halten. Juristische Personen, Firmen, Vereine müssen sich an das Bundesdatenschutzgesetz halten, fallen aber nicht direkt unter den Schutz der personenbezogenen Daten. Deswegen ist A falsch. Antwort B. Von natürlichen Personen. Genau dafür ist das geschrieben worden. Natürliche Personen, die Bürger, die sollen geschützt werden, damit nicht ihre personenbezogenen Daten weitergegeben, kopiert, benutzt werden und auch gar nicht, um damit Geld zu machen. Und deswegen schützt die personenbezogenen Daten von natürlichen Personen. Antwort B, richtig. Antwort C, nur von Personen des öffentlichen Lebens. Gerade Personen des öffentlichen Lebens, die ja in der Öffentlichkeit stehen und dies auch wollen, wie zum Beispiel Politiker, Schauspieler, berühmte Personen, die suchen ja das Rampenlicht und weil die es ja suchen, geben die so auch einen gewissen Teil ihrer Persönlichkeitsrechte ab. Wer immer mit seinem Gesicht in jede Kamera reinläuft, darf sich am nächsten Tag dann nicht darüber beschweren, wenn er wieder fotografiert wird von einem Journalisten. Und deswegen Antwort C, nein, nur die Person des öffentlichen Lebens, auch schon durch das Wort nur, wird die Antwort C falsch. Frage 12. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen bestimmte Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verstößt? Antwort A, handelt sittenwidrig. Sittenwidrig, das Wort hat in dem Zusammenhang ja nichts verloren. Sittenwidrig ist, wer gegen die guten Sitten verstößt. Und das ist, wer gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstößt, ja nicht der Fall. Antwort A, falsch. Antwort B, verstößt gegen zivilrechtliche Normen. Ja, zivilrechtliche Normen. Wir reden ja von einem Gesetz. Es geht ja nicht um Normen, sind festgelegt in einer DIN-Vorschrift zum Beispiel. Deutsche Industrienorm, eine DIN. Und dann hat er gegen Normen verstoßen. Antwort B passt also nicht zu dem Bundesdatenschutzgesetz und ist deswegen falsch. Antwort C. Handelt ordnungswidrig. Im Bundesdatenschutzgesetz
sind auch Ordnungswidrigkeiten mit drin. Also kleinere Verstöße, die noch nicht mit einer Straftat in Verbindung gesetzt werden, die noch nicht bestraft werden, sondern ein Bußgeld enthalten, eine Ordnungswidrigkeit. Und deswegen ist C richtig. Und Antwort D, begeht eine Straftat? Ja, im Bundesdatenschutzgesetz sind bei schwereren Vergehen, Verstößen sogar Straftaten mit aufgeführt, die auch mit Geldstrafe oder Gefängnisstrafe bestraft werden können. Antwort D, richtig. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen und ich konnte euch auf eurem Weg zur erfolgreichen Sachkundeprüfung § 34a Gewerbeordnung helfen. Ich drücke euch die Daumen. Gerne könnt ihr mir eure Meinung zum Video in die Kommentare schreiben, nur so kann ich besser werden. Gerne erzählt euren Freunden, Arbeitskollegen oder Mitschülern von den Videos, damit so viele wie möglich auf ihrem Weg zum Bestehen geholfen werden kann. Liken und Teilen sehr erwünscht. Und wer meinen Kanal abonniert, verpasst kein neues Video. Zum nächsten Video kommt ihr einfach in dem unteren Link. Bis zum nächsten Mal.